Hallo, was machen Sie denn? Ja, heute stelle ich euch ein Plugin vor, das ich für sehr nützlich halte. Mit diesem Plugin können wir relativ einfach Charaktere in unsere Unreal Engine ziehen. Das Erstellen von Charakteren, diese zu animieren und zu riggen, ist halt schon eine sehr, sehr starke Aufgabe. Da ist man doch froh, wenn man halt sich die Sache ein bisschen erleichtern kann. Und mit diesem Plugin können wir Charaktere, die wir mit Reverb Studio erstellen, in die Unreal Engine ziehen. Normalerweise geht es nicht ohne das Plugin, da ja Reverb Studio VRM-Files rausgibt, die Unreal nicht lesen kann. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die ich halt für wesentlich komplizierter halte, indem man halt einfach die VRM-Files mit Blender zum Beispiel konvertiert und diese dann als FBX rausgibt. Man hat dann halt alle Materialien und so weiter alles einzeln und muss das halt Stück für Stück reinfädeln. Diese Variante ist es halt sehr einfach. Ihr seht, Nora habe ich drin, es funktioniert wunderbar und ich zeige euch jetzt genau, wie das funktioniert. Und das machen wir alles Schritt für Schritt von Anfang an. Ja, und wir fangen erstmal mit Reverb Studio an sich an. Das will ich nur mal kurz vorstellen für die Leute, die es ja nicht kennen. Reverb Studio ist ein kostenloses Programm, das könnt ihr zum Beispiel über Steam runterladen. Es ist quasi ein sehr, sehr komplexer Charakter-Creator, in dem man halt auch Animation, Blend-Shapes und alles ist vorhanden. Ihr habt halt einen sehr starken Editor, wie man halt alles anpassen könnt. Die Charaktere hier oben sind direkt von Reverb selber. Die könnt ihr zum Test benutzen. Ihr müsst aber aufpassen, falls ihr irgendwas öffentlich macht und diese Charaktere benutzt, müsst ihr alles richtig verlinken und ja, nennen. Und hier könnt ihr eure eigenen Modelle machen. Das sind jetzt meine. Ich habe hier noch eins, wo ich gerade ein bisschen dran arbeite. Aber hier sind alle Modelle, die ich halt mittlerweile erstellt habe. Und wir gehen beispielsweise mal auf Julia. Das ist jetzt unser Beispiel. So sieht der Editor dann an sich aus, indem ihr euren Charakter erstellen könnt. Ich werde jetzt nicht wirklich auf die Sachen eingehen. Es werde ich vielleicht mal ein anderes Tutorial für machen oder mehrere. Es ist teilweise doch sehr komplex. Aber hier mit diesen ganzen Reitern könnt ihr einfach das Aussehen eures Charakters einstellen. Hier haben wir halt alles fürs Gesicht. Dann haben wir die Haare, die ihr aufzeichnen könnt. Sehr interessant. Einmal nochmal den Körper an sich, die Klamotten. Und hier gibt es noch generelle Sachen, wo man halt einstellen kann für halt, möchte man Außenlinien haben, möchte man die nicht haben. Ich mache es meist ohne, ich finde die immer ein bisschen hässlich. Oder dann halt das Rimlight, das ich halt immer beim Modellieren sehr, sehr störend finde. Das mache ich jetzt mal weg. Ich weiß nicht, warum es wieder drin ist. Egal. Wie gesagt, ich werde jetzt halt nicht weiter darauf eingehen. Wir haben jetzt unser Modell erstellt. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wollen das jetzt exportieren. Dann gehen wir einmal auf Export. Und Export. Dann füllt ihr das auf. Die ersten braucht ihr einmal den Namen vom Modell und einmal, wer es erstellt hat. Und dann halt, das sind mehr so Sachen, möchtet ihr, dass andere Leute sie nutzen können oder nicht? So, bei Julia zum Beispiel, jeder darf sie nutzen, nur nicht für sexuelle Inhalte. Und ganz wichtig, wenn ihr ein fremdes Modell nutzt, nennt immer den Ersteller. Das ist bei jedem Modell, was gratis zur Verfügung steht, immer ein Must. Ihr müsst nennen, wer es erstellt hat, und am besten verlinkt ihr irgendeine Social Media Seite von diesem Künstler. Sei es jetzt für Hub oder Facebook oder Instagram, je nachdem, was halt angegeben ist. Okay. Das speichern wir. Ich überspeichere jetzt einfach nur, weil ich habe sie schon mal, egal. Ja, ich möchte sie überspeichern. Das dauert jetzt eine Weile. So, jetzt haben wir unseren eigenen Charakter heruntergeladen, jetzt können wir ihn nutzen. Für alle, die halt auf das jetzt gar keine Lust haben, sich halt alles selbst zusammenzuschustern. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr an Charaktere kommt. Den hätte ich als Alternative noch anzubieten, ist das Vue.it Hub. Dort stellen viele Künstler ihre Modelle aus und da gibt es halt auch kostenlose Modelle. Immer Free Characters. Ah, guck mal. Die kenne ich doch. Das sind meine. Dann klickt ihr auf irgendeinen Charakter, der euch gefällt. Dann könnt ihr euch ihn nochmal genauer angucken, ob es auch wirklich passt. Und hier unten seht ihr, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Zur Not nutzt einfach einen Übersetzer in Google. Wichtig hier auch, Attribution necessary, also ihr müsst nennen. Also nennt den Namen, den Ersteller, der steht ja da und verlinkt die Seite, wo ihr sie runtergeladen habt. Dann halt use this model und dann ladet ihr es runter. Jetzt haben wir schon mal das Modell, jetzt brauchen wir halt das Plugin, dass wir es auch nutzen können, weil Unreal kann jetzt mit dem VRM-Format noch nichts anfangen, hat keine Ahnung, was das ist. Wir suchen ihm jetzt quasi einen Übersetzer. Das hier ist einmal die Homepage von den Leuten, die halt das Plugin erstellt haben.
Wer will, kann sich das durchlesen, wird genau erklärt, wofür, wieso, weshalb. Wichtig für uns ist halt die Weiterleitung auf ihr GitHub-Profil. Auf GitHub teilen halt viele Leute Plugins und so weiter, was sie halt selbst gecodet haben. Und dann gehen wir hier auf die Seite. Und dort suchen wir das passende Plugin für unsere Version aus. Je nachdem, welche Unreal-Version ihr habt, müsst ihr ein anderes Plugin nehmen. Ich habe 4.26. Draufklicken, es lädt runter. Wir haben es jetzt runtergeladen. Das ist eine ZIP-Datei. Das entpacken wir. Dann haben wir das Plugin. Bei dem Plugin müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Das muss nämlich an eine ganz bestimmte Stelle, sonst funktioniert es nicht. Ich hatte es immer an die falsche Stelle gemacht. Ja, ich hatte es anfangs an die falsche Stelle gemacht und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Ihr müsst in euren Unreal Engine Content, also da, wo die Engine-Projekte an sich abgespeichert wird. Nicht in Unreal direkt, sondern die Projekte an sich. Dort habt ihr diese einzelnen Projekte. Wir nehmen hier die Schule. Und hier, ich habe es schon drin und es muss hier rein. Dort, wo das Up-Project drin ist, in den Ordner, da muss das mit dazu. Sonst funktioniert das nicht. Ihr werdet zwar das Plugin dann später in eurem Plugin-Ordner finden, aber es hat keinen Zugriff drauf. Es funktioniert nicht. Da müsst ihr drauf achten. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, die wir machen, dass Unreal auch das Plugin nutzen könnt. Ihr geht in eure Settings, Plugins. Am besten tippt ihr direkt in Suche ein, VRM. Hier VRM for you. Enable. Meist willst du dann nochmal neu starten. Und dann ist es bereit zum Nutzen. Dann mache ich hier mal Pause. So. Und jetzt wollen wir es mal nutzen. Wir wollen jetzt einen weiteren Charakter hinzufügen. Sagt, ich habe Nora schon drin. Jetzt holen wir Julia hinzu. Dazu mache ich persönlich immer noch einen extra Ordner, um es mir einfach einfacher zu machen. Da ist Julia drin. So, in diesem Ordner mache ich zwei andere Ordner rein. Einfach damit ich halt, wie gesagt, einen besseren Überblick habe. Einmal Animation. Und einmal für die Materialien. Ich mache das, um einfach die Übersicht zu halten, weil ihr kriegt jetzt sehr, sehr viele Sachen. Das ist halt auch das einzigste Manko, was ich finde, was das Plugin hat. Die VRM-Modelle sind halt nicht Game Asset ausgelegt, die sind nicht optimiert. Sie funktionieren wunderbar. Ihr müsst halt nur im Hinterkopf behalten, wenn ihr sehr, sehr große Szenen habt mit sehr vielen Leuten drinne, müsst ihr die vorher optimieren. Dann kommt ihr halt um Sachen wie Blender oder so weiter nicht herum. Das muss optimiert werden. Das ist das einzige Manko, was das Plugin hat, oder viel mehr eher wie beim Studio, weil es halt einfach nicht daraus ausgelegt ist, dass es halt Game Assets erstellt, sondern halt wirklich für Facewix und so weiter genutzt wird, dass halt einzelne Charaktere genutzt werden und nicht sehr viel auf einmal in einer kleinen Szene. Eine Game Engine kommt dann doch öfters mal an ihr Limit, wenn halt viele Charaktere drin sind. Es muss alles gerendert werden, muss alles bearbeitet werden. Will ich nur dazu sagen. Aber für so kleine Projekte kein Problem. Ihr solltet vielleicht nur nicht 100 Charaktere da reinladen. Das wird kritisch. So, okay. Wir haben unsere Ordner angelegt, wir wissen, wo es hin soll. Wir brauchen jetzt einfach nur den VRM-File hier reinziehen. Und es öffnet sich ein neues Fenster. Das ist unser Charakter, den wir haben wollen. Die T-Pose brauchen wir. Ihr könnt hier die Bones automatisch reduzieren. Ich kann aber nicht sagen, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Wie gesagt, für kleinere Szenen oder halt Szenen, wo halt nicht hunderte von Leuten drin rumrennen, braucht ihr das nicht. Ist halt für euch ein bisschen komplizierter, weil ihr halt jede Menge Materialien und so weiter hinzukriegt. Ja, das Einzige, wo ihr halt so ein bisschen drauf gucken könnt, guckt, dass diese Optimize-Sachen angeklickt sind, sonst habt ihr nachher noch mehr Materialien. Da habt ihr es ein bisschen reduziert, das hilft schon ein bisschen was. Und hier unten habt ihr einfach nochmal die Datei für das Modell. Import. Wie schon gesagt, jetzt haben wir jede Menge Stuff drin. Ich ziehe sie mal rein. Unter anderem kann es sein, dass ihr halt etwas länger warten müsst, weil Shader completed werden müssen. Wenn ihr schon ein Modell drin habt, geht's, wie ihr seht, ein bisschen schneller. Das erste Modell dauert halt ein bisschen länger, weil Unreal erstmal gucken will, was macht das mit diesen ganzen Shadern oder den Materialien oder generell mit allem. So, dann gehe ich eigentlich immer hin. Packe mir einmal die ganzen Materialien. Das ja auch noch. Da rein. Move hier. Und packe die ganzen Texturen
und diese Vorschaubildchen auch alle mit in meinen Materialienordner, dass ich einfach ein bisschen Überblick habe. Dann bleibt eigentlich nur noch das Modell an sich übrig, die Physics, die Blend Shapes, ein Rig, das Skeletal Mesh und das Skelett an sich. Die Sachen speichern wir kurz ab. Einfach nur, dass halt, falls es abstürzt, nicht verloren geht. Immer ein bisschen ärgerlich. So. Aber noch bewegt sich die Gute nicht und hat die T-Pose drinne. Wir haben ja immer noch Nora. Julia noch nicht. Sie macht halt auch ja, lustige Sachen mit ihrem Gesicht. Sie geht die Blend Shapes immer durch. Das ist aber normal, braucht euch nicht irritieren. Ich war beim ersten Mal komplett verwirrt. Was tut sie denn da? So, jetzt wollen wir unserer guten Julia erstmal Animation an sich geben, dass sie irgendwas kann, außer T-Posen. Weil das ist jetzt nicht so spannend. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wir müssen dafür als erstes ins Skelett gehen und gucken, ob alles stimmt. Ob alles richtig eingestellt ist, dass wir quasi sie über unsere ganzen anderen Skelette drüberlegen können. Das erste, was wir machen, falls es nicht ausgewählt ist, Select Humanoid Rig und gucken. Das hier scheint alles zu stimmen. Das müsste alles an seiner richtigen Stelle sein. Normalerweise macht das Programm an sich. Das Plugin macht das. Ihr müsst immer mal kontrollieren, nicht, dass halt irgendwie die Fuß in Hand ist oder so. Ab und zu wird halt mal was verdreht, aber selten. Dann hier bei View Pose gucken, hat sie wirklich die A-Pose drinne? Wenn nicht, müsst ihr das einstellen. Müsst ihr halt hingehen und die Bones euch nehmen und halt, ups, das ist das Falsche. Und halt so ein bisschen bewegen, bis ihr halt die richtige Pose habt. Dann halt Use Current Pose. Dann wird das hier speichert. Und so können wir sie über unsere anderen Skelette drüber legen. Was wir jetzt auch tun werden, wir nehmen unser Skelett von Julia und tauschen es quasi gegen das vorhandene Skelett, entweder jetzt von Nora. Ihr habt halt nicht unbedingt halt schon einen Charakter drinne, sondern von dem Third-Person-Charakter, der halt immer schon drinne ist. Dieser tolle Crash-Test-Dummy nenne ich ihn jetzt mal. Dazu gehen wir erstmal bei unserem Mannequin in die Animation rein. Die sind hier schon alle angelegt. Genau die wollen wir jetzt auch für unsere Julia haben. Das, was hier grün ist, sind halt die Animationen an sich. Die einzelnen Teile. Und die gelben sind Blueprints, wo halt verschiedene Animationen ineinander halt übergeblendet werden. Dass halt langsam und schnell laufen, halt die Animationen flüssig ineinander übergehen. Wir brauchen das alles. Oder wir wollen das alles. Also gehen wir halt auf die, vorne auf die Third-Person-Animation-Blueprint. Also das ist halt die Hauptanimation, wo alles drin ist. Einmal Rechtsklick drauf. Retarget Animation-Blueprints. Duplicate Animation-Blueprints and Retarget. Also wir duplizieren sie und halt, ja, vernetzen sie. Ich nenne es jetzt mal so. Sieht so aus. Dann haben wir an der Seite, das sind halt alles Skelette, die wir haben. Unser Hauptskelett, das wir nutzen. Und wir wollen Julia. Ihr müsst hier gucken. Sieht das Bild genauso aus wie das hier, von der Pose her? Sollte der Charakter versetzt sein oder irgendwie ein bisschen komisch geknickt aussehen oder halt einfach die Pose nicht übereinander stimmen? Habt ihr was falsch gemacht? Meistens ist ein Bone. Da müsst ihr einfach nochmal nachschauen. Ja, sonst funktioniert das alles nicht. Wenn das stimmt, change, wir ändern den Speicherort. Wir gehen zu unseren Charakteren, zu Julia, dort zu den Animationen. Da soll es hin, ist okay. Und dann hier Retarget. Warten kurz, alles funktioniert, alles da. Gehen hier dort kurz drauf. Dass wir es leichter finden, nennen wir das um. Es wird gleich wichtig. Julia. So. Das speichern wir auch alles. Immer schön alles speichern und gucken. Aha, funktioniert. 1A. Noch können wir sie nicht nutzen. Noch ist Nora angelegt, unserem Charakter. Also einmal draufklicken. Einmal das Skeletal Mesh von Julia. Und jetzt kommt hier einmal die Julia Animation Blueprint rein. Deswegen haben wir sie umbenannt, sonst finden wir sie nicht, weil dann alle Third Person heißen. Dann lässt sich halt nicht finden, da muss man raten, welche die richtige ist. Wenn die falsche drauf ist, habt ihr gesehen, bleibt halt die T-Pose drin und passiert halt nichts. Einmal speichern und schon
Display können wir sie nutzen. Wie ihr seht, die Haare sind noch ein bisschen komisch, die hängen so am Körper fest, die ganzen Bones werden nicht genutzt. Ist einfach glatt nach unten. Aber auch das können wir ändern. Durch das Plugin sind halt die Spring Bones auch drin. Dann Doppelklick auf die Animation Blueprint. Wir brauchen den Animation Graph. Das Ding hier. Das Ding hier. Gehen hier oben hin, Rechtsklick. VRM, Spring Bone. Den holen wir da rein. Einmal, zweimal. So sollte das aussehen. Dann klicken wir hier drauf. Wir haben Julia. Also muss auch hier oben Julia rein. Weil wir müssen ja für Julia auch die Julia Springboards nutzen, sonst funktioniert das. Ihr könnt halt die Gravity hier ein bisschen anpassen. Wir werden auch gleich sehen, warum. Moment. Dann machen wir mal auf 1. Das ist der Standard. Compile Save. Play. So, jetzt bewegen sich die Haare mit. Die sind halt sehr, sehr stark genutzt. Mit der Gravity könnt ihr die ein bisschen anpassen, wie die für euch schön aussehen. Ist für jeden Charakter anders, weil halt die Springboards sind halt immer anders verteilt, je nachdem wie der Charakter aufgebaut ist. Und Leute mit langen Haaren funktionieren ein bisschen anders, wie Leute mit kurzen Haaren und so weiter. Das muss man ein bisschen auf den Charakter für Charakter abstimmen, deswegen hat man die auch einzeln für jeden Charakter angelegt. Und das war's. Wir können die normalen Animationen nutzen, es funktioniert alles wunderbar. Unsere Charaktere laufen, rennen, hüpfen, alles 1A. Ich hoffe, ich konnte damit dem einen oder anderen helfen. Gerade Charaktere sind ja immer so eine Sache, sind ein bisschen schwieriger zu kriegen, weil halt auch jede Menge Arbeit hineinfließt. Und wenn man dann halt sich die Arbeit abnehmen kann, halt mit anderen Programmen und Plugins, ist der eine oder andere, glaube ich, auch froh, dass diese Option überhaupt existiert. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ein ganz, ganz dickes Danke geht natürlich an meinen einzigen Patreon raus, an die gute Fairy Liz. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung.